Danke. Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Philosophischen Quartetts aus der Autostadt in Wolfsburg. Unsere Gäste diskutieren heute Abend mit Rüdiger Safranski und mir über ein sehr aktuelles Thema. Vertraut uns, ein Ruf aus dem Munde von Politikern und mit dem Untertitel Die Ohnmacht der Politik. Das Motiv zu dieser Themenwahl ist leicht zu erklären. Die deutsche Appellkultur treibt in diesen Tagen seltsame Blüten. Seitens der Sozialdemokratischen Partei, die ihrem Kanzler so gerade erfolgreich die Misstrauensfrage oder die Vertrauensfrage gestellt hat, wird das deutsche Wählervolk aufgefordert, Vertrauen in Deutschland zu haben. Gleichzeitig läuft durch die deutschen Medien eine etwas seltsame Optimismuskampagne, die den Einzelnen zuruft, du bist Deutschland. Da erschrickt der Passant auf der Straße und wendet sich an den Experten, die Expertin, mit der Frage, ob in diesen Angelegenheiten des hergestellten Optimismus alles mit rechten Dingen zugeht. Ich bin sehr froh darüber, dass wir zwei herausragende Experten dieses Feldes unter uns haben. Begrüße sehr herzlich Frau Gesine Schwan. Sie ist Politologin und ihres Zeichens Präsidentin der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Norbert Bolz, der in Berlin Kommunikationswissenschaft lehrt, vor einem sehr weit gespannten philosophischen Hintergrund. Wir erhoffen uns von unseren Gästen Auskünfte über einige beunruhigende Fragen, die wir Ihnen so gleich vorlegen. Frau Schwan, die erste Frage mit der Bitte um eine erstmal kurze Antwort an Sie als beinahe Bundespräsidentin. Wie hätten Sie denn entschieden bei diesem eigenartigen Spiel, was der Bundeskanzler Schröder gemacht hat, also das nach Vertrauen fragen in der Form des Misstrauens? Ich hätte, wenn ich die Entscheidung wirklich hätte treffen müssen, mich sehr detailliert in die juristischen Zusammenhänge einarbeiten müssen. Das habe ich nicht getan. Mein Eindruck ist, dass das eine Entscheidung ein wenig zwischen Skylla und Charybdis ist. Dass es keine Entscheidung gab, die wirklich zufriedenstellend sein konnte. Und ich sehe im Moment nicht sehr viele Anzeichen, dass ich anders entschieden hätte. Ich würde gerne den Kommunikationswissenschaftler fragen, wie ihm zumute ist, als Person, aber auch professionell zumute ist, wenn er einem politischen Slogan begegnet, wie dem, mit dem die Sozialdemokratische Partei an ihr Wählervolk oder überhaupt an die deutsche Öffentlichkeit getreten ist. Vertrauen in Deutschland. Was sagt dazu der Soziologe? Sie sollen gelacht haben, als Ihnen seitens unserer Produktionsleitung das Thema Vertrauen für diese Sendung erläutert worden ist. Vielleicht erklären Sie uns auch, wie ein Systemtheoretiker lacht. In der Tat finde ich diese Ansprache ein bisschen rätselhaft und undurchdringlich, Vertrauen in Deutschland. Soll das heißen, vertrau dir selbst oder hab mehr Selbstvertrauen oder stehen die Menschen außerhalb von Deutschland und wird Deutschland von den Politikern produziert und wir sollen zu diesem Produkt Zutrauen gewinnen? Also diese Ansprache ist sehr rätselhaft, wie andere Ansprachen, die Sie ja gerade erwähnt haben, auch du bist Deutschland. Ich meine, einen Augenblick ist man vielleicht verwirrt oder irritiert und das ist ja bei jeder guten Werbung ein wesentliches Element, irritiert zu sein, aber dann merkt man sofort, es steckt nichts dahinter, es ist im Grunde gegenstandslos. Aber ein Punkt ist vielleicht doch wichtig. Nämlich, dass man auf das Thema Vertrauen selbst gestoßen ist. Mhm. Und das scheint mir einen richtigen Kern zu haben. Allerdings wird das Vertrauen auf der falschen Seite gesucht. Wenn wir aufgefordert werden, Vertrauen zu haben, dann zeigt man uns irgendwelche Personen.
Und wenn man in Personen Vertrauen haben soll, dann ist das immer extrem riskant. Man sollte sein Leben darauf jedenfalls nicht aufbauen. Das sagen Sie als verheirateter Vater von vier, ja, das ist ein Risiko, das ich eingegangen bin. Und ja, man weiß nie, was daraus wird. Aber doch wohl auch mit einigem Vertrauen. Natürlich, ja, es geht nicht ohne Vertrauen. Ich frage mich nur, ob man darauf Politik aufbauen kann. Und ich glaube, das ist allerdings nicht möglich. Politik wird zum Glück durch etwas ganz anderes gehalten, nämlich durch Systemvertrauen. Dieses Systemvertrauen besteht nicht mehr und man muss es durch persönliches Vertrauen wiederherstellen. Das kann nicht klappen. Wir werden auf dieses Motiv gleich noch zu sprechen kommen. Erinnern Sie sich daran, dass die deutsche Literatur nach dem Krieg sich wieder bemerkbar gemacht hat durch einen Autor namens Heinrich Böll? In einem seiner Bücher wird dieses Vertrauensmotiv schon einmal angeschlagen auf eine sehr satirische Weise, denn er mokiert sich über diese frühkapitalistischen Leuchtreklamen nach dem Kriege, wo es stand, vertraue dich deinem Apotheker an oder vertraue dich deinem Drogisten an. Es scheint so zu sein, als wären wir wieder in so eine Zeit hineingekommen, wo für andere Produkte solche Vertrauenswerbung gemacht werden muss. Da kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen. Also ich bin vielleicht nicht ganz unschuldig daran, dass das Thema Vertrauen sehr stark diskutiert wird. Ich habe es ja selbst vor einem Jahr als erstes genannt, als ich sagte, auf die Frage, was ich eventuell in dem Amt des Bundespräsidenten machen würde, habe ich geantwortet, mir läge daran, dazu beizutragen, dass wieder mehr Vertrauen in demokratische Politik gewonnen wird. Und ich wusste sehr genau, was ich damit gesagt habe. Denn es gab ein paar alte Hasen, wurde mir hinterher berichtet unter den Journalisten, die gesagt haben, also die Frau soll doch gleich wieder aussteigen, die hat ja auch mal keine Ahnung, worum es eigentlich in der Politik geht, um Interessen, um Macht, um Geld und so weiter und nicht um Vertrauen. Das ist doch sehr naiv, sehr persönlich und so. Und im Laufe der Zeit ist, denke ich, deutlich geworden, dass das eine jedenfalls von mir so gemeinte und ich glaube auch wirklich sehr analytische Aussage war, nicht ein Postulat. Wir wissen, dieses Thema des Vertrauens ist seit mindestens 10, 15 Jahren wieder ein Thema der nicht nur philosophischen, sondern auch der soziologischen, der ökonomischen Analyse. Und um das jetzt da ganz kurz anzuwenden auf das, was Herr Wolz gesagt hat, ich denke, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen persönlichem Vertrauen und Systemvertrauen oder persönlichem Vertrauen und Institutionenvertrauen. Das ist nochmal was anderes. Aber gerade wenn das Systemvertrauen, also politikwissenschaftlich, leidet und es hat in den westlichen Demokratien konstant abgenommen, in allen westlichen Demokratien, das Vertrauen darin, nämlich, dass das System, die Verfassung, das Parteiensystem, die Interessengruppen schon so gut sein werden, dass sie das Ding hinkriegen. Wenn das weiter abnimmt, dann ist es nur möglich, das wieder zu nähren, wieder aufzubauen, dadurch, dass Personen in der Öffentlichkeit agieren, die innerhalb dieses Systems und mit diesem System so umgehen, dass man wieder Vertrauen in das System gewinnt. Ich sehe nicht, wie eine andere Quelle gefunden werden kann, verlorenes System Vertrauen wieder zu gewinnen. Also, Frau Schwan, wir wollen genau diesen Punkt auch nochmal, das Systemvertrauen, Vertrauen in demokratische Kultur, da wollen wir auch nochmal hin. Aber vielleicht doch nochmal am Anfang kurzes Nachdenken über diese eigenartige Situation, die wir haben. Also vertraut uns, sagen Politiker, aber eben auch, und das ist jetzt doch etwas relativ Neues, vertraut euch selbst, wird jetzt zurückgerufen. Vertraut euch selbst. Also man muss schon daran erinnern, dass wir jetzt zurückblicken auf einige Jahre, die man so insgesamt unter den Titel stellen könnte, das Ruck-Syndrom. Ja? Ihr müsst selber ein Zutrauen zu euch selber haben. Und der Rohstoff des Vertrauens muss erstmal bei sich selbst gefunden werden. Das ist im Moment, prägt eine bestimmte Rhetorik, die wir im Moment haben. Was ist daran dran? Haben wir das nur als eine neue Art von, ja eben von Rhetorik anzusehen? Ist das ein neuer Trick, dass man sagt, ja, ihr wollt uns vertrauen, aber vertraut euch selbst, man gibt das sozusagen zurück, oder steckt mehr dahinter? Es ist reine Rhetorik, denn Sie müssen es nüchtern betrachten, was geschieht, ist, dass man Politik durch Psychologie ersetzt.
beziehungsweise ersetzen will. Aber das kann nicht funktionieren. Das funktioniert ähnlich schlecht wie diese berühmte Sei-Spontan-Paradoxie. Nicht? Wenn man sagt, dir fehlt es an Lockerheit, sei doch mal ganz locker. Das ist die sicherste Methode, jemanden zu verkrampfen. Und so wird auch nichts schlechter laufen als die Aufforderung, sei doch selbstbewusst, glaube endlich wieder an dich. Das ist, kann Ihnen jeder Psychologe sagen, das führt genau zum Gegenteil, zu weiterer Selbstblockade. Nein, ich glaube, wir müssten darauf bestehen, dass die Politiker mit dem politischen Instrumentarium weiter operieren und nicht ausgreifen auf Marketing, Werbung, individualpsychologische Tricks und ähnliches mehr. Denn wenn Sie das tun, dann bleibt es tatsächlich bei diesem Befund. Es ist reine Rhetorik. Aber hören Sie, Herr Polz, wir wissen aber, dass diese Art der Rhetorik, die etwas mit Autosuggestion und so weiter zu tun hat, mit Motivationsenthemmung, das ist mittlerweile doch eine Kultur, die wir bei mentalen Fitness überall, vom Sport bis zu den Unternehmen, große Unternehmen, führen ihre Mitarbeiter mit solchen Techniken. Und ich habe den Eindruck, dass es so eine Art Nationencoaching gibt in dieser Form, fasst doch zu euch selbst Vertrauen. Ja. Also insofern ist es nicht doch etwas mehr als nur Rhetorik. Ist es nicht auch das Durchwirken, das Durchschlagen von Managementmethoden in Bezug auf die politische Landschaft? Also zunächst mal würde ich sagen, dass Rhetorik kein schlechtes Mittel ist in der Politik. Ohne Rhetorik, das klingt auf den ersten Blick so wie Gewäsch, das ist aber nicht Rhetorik. Nein, genau. Rhetorik ist die Kunst der Rede, ist die Kunst, Menschen anzusprechen, ist die Kunst, Dinge klar zum Ausdruck zu bringen, Verständnis und Verständigung zu gewinnen, für etwas auch Anhänger zu gewinnen. Und das, Politik ohne solche Rhetorik geht gar nicht, fange ich als erstes. Ich denke auch, Politik ohne Psychologie geht nicht. Man muss sicher psychologische Analysen von politischen unterscheiden, aber eine gute Politik kommt ohne psychologische Analysen nicht aus. Natürlich ist es Unsinn, irgendjemandem zu sagen, jetzt hab endlich Vertrauen zu dir, verdammt nochmal. Oder jetzt glaub mir oder so. Das geht sicher nicht, da stimme ich Ihnen völlig zu. Auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, dass es eine Art, fast ein sokratisches Fragen sein kann. Was gehört eigentlich dazu, dass in einer demokratischen Politik, in einem demokratischen System Vertrauen die Menschen verbindet? Und das ist ein Wechselverhältnis. Ohne Selbstvertrauen werde ich kein Fremdvertrauen haben. Das ist eine ganz banale Einsicht. Und diese Einsicht erstmal zu verbreiten, dass es auch eine Frage des Selbstvertrauens einer Gesellschaft ist, ob sie Vertrauen in ihre Politik hat, dass man nicht alles auf einzelne Figuren der Politik schieben kann, sondern dass die Gesellschaft sich selbst befragen muss, das finde ich erstmal völlig legitim. Übrigens finde ich auch Vertrauen in Deutschland, nicht weil ich jetzt in der SPD bin, sondern nicht so, Sie haben nicht gesagt unsinnig, aber so sinngemäß haben Sie gesagt unsinnig. Ich sage gerne auch unsinnig. Nicht so unsinnig. Denn erstens, solche Sprüche dürfen ja nicht völlig eindeutig sein, sonst fängt man nicht an, darüber nachzudenken. Und ich kann damit mehrere Positionen assoziieren, die nicht von vornherein blöd sind. Es könnte sein, dass die rot-grüne Koalition von sich aus sagen wollte, wir haben Vertrauen in Deutschland. Es könnte sein, was zum Schluss des Wahlkampfs sehr deutlich gemacht worden ist, dass von außen viel mehr Vertrauen in Deutschland besteht als von innen. Das kann man an verschiedenen Punkten sehen. Es könnte sein, dass es ein Appell dahin war, dass, wenn wir uns selbst nicht dauernd misstrauen, wir neue Chancen haben. Das heißt, es ist nicht dasselbe, wie dass ich den Befehl gebe, vertrau dir endlich, sondern dass man einen Denkprozess auslöst. Alles das könnte damit verbunden sein. Und das fände ich weder politisch illegitim noch ein Überhandnehmen von Psychologie gegenüber der Politik. Die Grenzen sind sowieso sehr schwimmend, wie bei der Ökonomie. Da ist ja auch der größte Teil Psychologie. Aber Herr Bolz, Sie haben vorhin eine Formulierung gebraucht, die mir noch nachklingt im Ohr. Nicht zuletzt, weil sie so auch ein wenig diabolisch verstanden werden könnte. Sie haben gesagt, das klingt ja fast so, Vertrauen in Deutschland, als wäre da eine ganze Nation als Produkt
dargestellt worden, das sich auf die Suche nach einem Kunden begibt. Also wenn man das so zuspitzt, spürt man auch die Paradoxie darin besonders, weil das wäre nicht nur Nationencoaching, von dem Safranski eben gesprochen hat, das wäre geradezu eben Nationenmarketing. Nicht? Und wieso muss man den Deutschen die Deutschen verkaufen? Das ist doch vielleicht eine gar nicht so uninteressante Frage. Sie sagen ja, es wäre bevorzugenswert, wenn die Politik sich auf politische Mittel besinnt. Können Sie die im engeren Sinn definieren, im Gegensatz zu diesen weichen Mitteln des sozialpsychologischen Marketings? Halten wir doch zunächst einmal fest, ich fände, das wäre ein Gewinn unserer Diskussion, wenn das ein gemeinsames Ergebnis wäre, dass es um Marketing geht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und das kann man übrigens auch empirisch sehr, sehr schön nachweisen. Wir erinnern uns alle noch an diese berühmte Kampagne Cool Britannia, die Wolf Olins, diese Marketingfirma, die englische, entwickelt hat mit Tony Blair damals. Und man wollte das ja übertragen auch auf Deutschland mit so tollen Ideen wie statt Schwarz-Rot-Gold, was zu depressiv ist, lieber blau, gelb, was wollte man noch? Fröhliche Farbe, grün? Ja, irgendetwas. Also auf jeden Fall waren drei andere Nationalfarben angeboten. Claudia Schiffer auf einer 55-Cent-Briefmarke und ähnliche Ideen mehr. Also Deutschland attraktiver machen, Gegenstand der Identifikation. Ich sage ja nicht, dass das illegitim ist als Propagandamaßnahme einer Regierung. Natürlich, alles ist legitim, was diese Leute an der Macht hält und was noch einigermaßen im demokratischen Rahmen ist. Aber was ich mich frage, ist nur, ob das noch etwas mit dem zu tun hat, was wir bisher unter Politik verstanden haben. Also Rahmenbedingungen verändern, in denen Menschen dann beispielsweise wirtschaften können. Sind wir tatsächlich schon bereit zu sagen, es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen der Selbstdarstellung der Wirtschaft und dem Prozedieren der Wirtschaft und der Selbstdarstellung von Politik? Wenn die Wirtschaft, wie Sie ja richtig beide betonen, mit Marketing und mit psychologischen Tricks und Techniken arbeitet, bedeutet das für eine intelligente, moderne Politik, dass sie sich genau derselben Methoden bedient? Oder haben wir nicht doch einen Wert darauf zu legen, dass das unterschiedliche Systeme sind mit unterschiedlichen Systemlogiken? Und hängt nicht vielleicht auch unser Vertrauen in Politik daran, dass nicht dasselbe gilt wie in der Wirtschaft, dass nicht dasselbe gilt wie in der Welt des Marketing und dass es vielleicht doch noch einen Bereich gibt innerhalb unserer Wirklichkeit, die nicht von der Ubiquität des Marketing, von der Allgegenwart der Werbung geprägt ist. Und vielleicht ist es eine naive Auffassung, die ich da vertrete, aber so ein bisschen mehr traditionelle Vorstellung dessen, was Politik ist, täte vielleicht auch dem 21. Jahrhundert ganz gut, bevor man sich so schnell auf diesen Bandwagon hinauf begibt und zu sagen, alles ist gleich, alles ist nur eine Frage des Marketing. Wir entwickeln also tolle Lehrformen. Ich meine, das, was Sie gesagt haben. Also überhaupt nicht, also ich würde jetzt wirklich gerne ganz stark widersprechen. Nur diesen Einsatz noch. Sie haben das ja so wunderbar geschildert und haben gesagt, das ist so ein Slogan, du bist Deutschland, da kann man sich das denken und das denken. Man kann alles Mögliche hineinprojizieren. Oder diese Vertrauen in Deutschland, man kann sich das denken und das und das. Das ist natürlich wunderbar. Man assoziiert, gibt Unbestimmtheitsstellen, die freie Assoziationen ermöglichen und die hoffentlich Sympathie bilden. Genauso verfährt die Werbung, das ist absolut richtig. Nur entspricht das tatsächlich unseren Interessen, die wir haben, wenn wir uns ans politische System wenden und diesen Leuten die Macht geben, über uns zu bestimmen? Also da habe ich etwas andere Vorstellungen. Also ich würde gerne erst mal sagen, mit Ihnen, obwohl ich keine Systemtheoretikerin bin, ich völlig einer Meinung und propagiere das auch offensiv, dass man nicht einfach das ökonomische, Luhmannsch gesprochen, das ökonomische, das politische, das zum Beispiel Bildungssystem gleichsetzen darf. Das darf man nicht tun, darf man nicht vermischen. Und ich bin gegen eine Kolonialisierung der zum Beispiel des Hochschul-, des Universitätssystems durch das ökonomische System und auch des politischen Systems. Ich habe deswegen an keiner Stelle von dem Wort Marketing gesprochen. Ich habe von Rhetorik gesprochen. Das ist nicht dasselbe. Ich finde, da muss man schon einen Unterschied machen. Und solche Reklame während der Wahl, das ist vielleicht das, was noch am dichtesten bei einem Marketing ist, aber ja nicht alles. Das sind diese Bilder, die im Grunde, das wissen wir, nicht so furchtbar viel bewirken. Aber es fällt jedem wahrscheinlich schwer, vielleicht könnte man das mal durchbringen, dass alle Parteien auf diese Bilder verzichten. Das wäre mal eine spannende Angelegenheit. Aber sie werden ja auch immer, wie soll man sagen, rudimentärer. Nein, also das, wovon ich spreche, ist kein Marketing. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr schlimm, dass Politik
im Paradigma des Marktes gesehen wird, weil dann, das ist allerdings auch zum Teil von der Politikwissenschaft vorbereitet worden, von der ökonomischen Demokratietheorie, weil es dann so wirkt, als sei die Politik ein Markt, wo die verschiedenen Akteure ihre Produkte anbieten und die Bürger sind nicht Bürger, die sich verantwortlich um das Gemeinwohl zu kümmern haben, sondern sind Kunden, die zurückgelehnt, so wie ich jetzt hier in der Couch sitzen und mal gucken, was die da so treiben und zum Schluss sich was auswählen. So kann eine Demokratie nicht gelingen. Davon bin ich überzeugt. Also da sind wir grundsätzlich einer Meinung. Ich meine nur, dass man bei solchen Wahlschildern eine gewisse Uneindeutigkeit nicht von vornherein negativ sehen muss, wenn das dann präzisiert wird durch die Rhetorik und durch Programme. Und das ist ja geschehen. Also ich denke, auch da werden wir schnell einig sein. Rhetorik gehört elementar zum politischen Geschäft. Das ist die gesprochene Rede, das Wort, in dem wir unseren Sinn und unsere Erfahrungen machen. Das ist, glaube ich, klar. Aber ob wir es wollen oder nicht, es ist zu bemerken, dass aus anderen Bereichen, jetzt aus ökonomischen Bereichen, auch die Sprache und die Fantasien in die politische Sprache eindringen. Man muss auch daran erinnern, also der von mir und sicher von allen hier hochgeschätzte Helmut Schmidt war es, der zum ersten Mal von der gesagt hat, er ist selber ein Geschäftsführer der Deutschland AG. Nicht? Das war in den 80er Jahren. Also es ist schon sehr weit, nur würde ich jetzt sagen, bei diesem Vertraut euch selbst Appellen, bei diesen Ruckappellen, die wir jetzt so haben, ist es auch weniger, dass die Deutschen wie ein und Deutschland wie ein Marketingprodukt behandelt wird, sondern wie eine Therapiegemeinschaft. Also man muss, also es ist was Therapeutisches drin. Da gibt es einen Beziehungskonflikt und jetzt, also heute ein Verhaltenstherapeut sagt Ihnen, also wenn da irgendwas krumm läuft, du musst bei dir selber anfangen, du musst erstmal ein Ja zu dir selbst sprechen, du musst Vertrauen in dir. Also diese Art von Behandlungsweise sehe ich in diesen Manövern jetzt zum Selbstvertrauen zu kommen. Die Watzlawick-Schule würde genau das Gegenteil sagen und würde sagen, man muss paradox intervenieren und man müsste den Deutschen sagen, ihr geht unter. Ihr sterbt aus, ihr geht unter, es wird nichts aus euch, ihr seid hoffnungslos verloren. Das wird ja aber auch gesagt. Das wird ja genug gesagt. Das hat der Grasse schon in den 80er Jahren gemacht mit dieser großartigen Ankündigung, die Deutschen sterben aus. Nicht? Und es hat aber nicht gewirkt, weil sie sich so verhalten haben, als hätten sie dies einfach als die Beschreibung eines unabwendbaren Trends verstanden und haben sich dementsprechend verhalten. Und die paradoxe Intervention, wenn es eine war, hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir sind sogar noch um eine Generationenumdrehung oder eine Schraubenumdrehung in dieser psychologischen Problematik weiter. Stimmt, es gab eine Zeit in den 70er, 80er Jahren, da hätte manchmal mit Blick auf die Bundesrepublik gesagt werden können, das ist ja keine Gesellschaft mehr, das ist ja eine Selbsterfahrungsgruppe. Inzwischen hat man das Gefühl, da ist zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Politik so eine Zwischengröße entstanden, die alle anderen Bereiche infiltriert. Ich würde nicht sagen kolonisiert, weil es dazu nicht mächtig ist, aber es ist ein Verhaltensmuster, das ungeheuer durchdringend ist, ist der Athletismus. Was bitte? Der Athletismus, also der Sport, ja. Ach so. Also der Hochleistungssport, das Athletentum. Ja. Politiker müssen mit Athleten gemeinsame Merkmale aufweisen. Das stellen wir Ihrem Kommentar anheim. Aber auch Manager müssen mit den Athleten gemeinsame Merkmale aufweisen. Wissenschaftler müssen auch gute Mehrkampfeigenschaften mitbringen und so weiter. Also das scheint doch die gemeinsame Schnittmenge dessen zu sein, was zwischen den Systemen an Verständigung ausgetauscht werden kann, wenn es darum geht, sich in einer Spitzenposition zu halten. Meinen Sie dabei das Kämpferische oder wie? Ja, das Kämpferische, aber in... Oder Bodybuilding. Nicht nur Bodybuilding. Ich meine, es ist die gesamte Art von so mentaler und körperlicher und psychischer Fitness, die notwendig ist, damit ein Mensch sich über längere Zeit in einer Hochleistungsrolle halten kann. Und vor allen Dingen ist es der Vorrang der Performance. Nichts ist wichtiger als Performance. Und das heißt, es genügt nicht die Leistung, sondern du musst sie auch noch darstellen. Ja. Eben, aber solche Leute kommen jetzt auf uns zu und sagen uns eigentlich wie Trainer einer Mannschaft, die in der höchsten Liga spielen will. Also in der Erfolgsnationenliga. Ihr seid eigentlich ein ganz gutes Team.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Appelle höre, das ist zwar Rhetorik, das ist Rhetorik, aber was ist Rhetorik? Rhetorik ist eine Psychotechnik für Situationen der direkten Demokratie. Zunächst. Ja. Und ein Trainer ist zum Beispiel jemand, der eine, von dem man weiß, dass es eine bestimmte Redegattung gibt, die nur der ausüben kann. Das ist zum Beispiel diese grauenvolle Traineransprache in der Kabine in der Halbzeit. Also ich habe das Gefühl, wir wissen alle, dass es das gibt, vor allem wenn man sieht, wie sie in der zweiten Halbzeit spielen. Ja. Wissen wir, dass etwas Grauenhaftes passiert? Also, und ich glaube, dass viele Politiker von diese Ruckreden, ja, sind eigentlich in meinen Augen Versuche, dieses Geheimnis der Trainer, der Fitnesstrainer, der Mentaltrainer, also, vor allem das Geheimnis der Mentaltrainer, auf ein solches spielstarkes Kollektiv zu übertragen, von dem man den Eindruck hat, dass es im Moment so lethargische Episoden hat. Ich weiß nicht, Sie haben so viel gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt an der richtigen Stelle einhaken kann. Aber eines zunächst mal. Also ich glaube nicht, dass man das Ganze mit diesem Athletismus, dass man das damit vergleichen kann. Es ist richtig, Performance, also das Zeigen der Leistung in der Öffentlichkeit ist erforderlich. Das ist in dem Moment erforderlich, wo Politik nicht Kabinettspolitik für Eingeweihte ist, sondern von einer breiteren demokratischen Öffentlichkeit beurteilt werden soll. Lange Zeit zum Beispiel war die Sicherheitspolitik bis zur Friedensbewegung eigentlich eine Sache der Sicherheitskenner und Eliten. Und da war das keine Sache der Performance. Aber es ist eine Demokratisierung der Sicherheitspolitik eingetreten, die ich auch bejahe. Es kann nicht einfach nur in kleinen Spezialistenklüngeln gemacht werden. Und nun kommt alles darauf an, dass durch dieses Öffentlichmachen nicht eine völlige Verzerrung, eine polemische Überzeichnung, eine Entsubstantialisierung der ganzen Sache stattfindet. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin beeindruckt gewesen, im vorigen Jahr, als eine ganze Reihe von Medienkennern, Profis und Kommunikationsprofis mir den Rat gegeben haben, ich sollte nicht so kompliziert reden, ich sollte nicht so viel begründen, so ausführlich. Ich sollte 3-4 Botschaften haben, die sollte ich immer wiederholen und möglichst kurz und dann käme es rüber. Und da habe ich gesagt, na gut, also die Botschaft profilieren, das leuchtet mir ein, damit es wirklich fassbar ist. Aber Begründung muss ich ausführlich machen, denn die Dinge sind nun mal kompliziert. Und es soll auch deutlich werden, dass sie kompliziert und dass man sie nicht mit 3 Slogans hinkriegen kann. Und hinterher, weil dann plötzlich die Zustimmungsraten stiegen, haben dieselben Kommunikationstheoretiker sich gefragt, also Entschuldigung, nicht, dass ich da eine Anspielung machen will, aber es waren welche. Die haben dann gesagt, ja, merkwürdig, dass sie da Zustimmung gewonnen haben. Eigentlich ist das alles gegen die Regel. Wahrscheinlich haben die Leute sich ernst genommen gefühlt durch ihre langen Begründungen, auch wenn sie nicht immer verstanden haben. Also man kann doch Neuland betreten. Man muss doch nicht bestimmte Regeln befolgen. Und ich glaube auch nicht, dass die guten Rhetoriker auch in der letzten Wahl dadurch angekommen sind, dass sie Plattitüden dauernd von sich gegeben haben. Natürlich gibt es Wiederholung. Sie können nicht 40 Tage hintereinander insgesamt 100 Reden halten und jede ist absolut neu formuliert. Da gibt es sozusagen Wortteile, die wiederholen sich auch. Und trotzdem kann man, glaube ich, genau merken, ob das jetzt formuliert ist mit einer Logik, mit einer auch inhaltlichen politischen Logik oder ob das formuliert ist, weil man gelernt hat, du brauchst 5 Versatzstücke, die kommen nach deiner Marketinguntersuchung an und die musst du jetzt anbringen. Den Unterschied merkt die Öffentlichkeit sehr genau. Also das gibt mir. Das ist sehr schön, was Sie jetzt beschrieben haben. Das gibt mir die Gelegenheit, jetzt mal die zweite Runde unserer Überlegungen einzuläuten. Wir drehen jetzt mal die Bühne und meine Frage oder auch eine These, in dem möglichen Vertrauensverlust steckt da auch nicht einfach Folgendes, gerade in Demokratien
die solche Patriarchen nicht mehr haben, solche großen Gestalten wie Adenauer noch und so weiter, sondern so der Durchschnitt eher auf der politischen Bühne da ist, dass die Leute eigentlich sagen, ja, also wahrscheinlich hat der genauso wenig Durchblick wie ich. Wir Wähler und Politiker sind eigentlich in einer Komplizenschaft der Ahnungslosigkeit. Ja? Und deswegen, das würde jetzt Sinn machen, dann sagt sich ja jeder, also so ein paar 3-4 Phrasen kann ich auch produzieren. Ja? Aber Begründung. Dann kommt dazu, meistens wird dann bei der Begründung nicht mehr so genau zugehört. Aber allein, dass man Begründung gibt, ist schon mal ein Vertrauens. Da kann man schon mal ein bisschen drauf Vertrauen geben. Also gerade wenn es komplex wird, hoppla, das ist etwas mehr, als ich leisten kann. Also ist Vertrauensverlust in der Demokratie nicht auch insofern ein konstitutionelles Problem, als man eben nicht eine, in der Regel nicht eine Elite da vorne hat und nicht dieses Vertrauen haben kann, dass die da durchblicken und dass die das alles begreifen, sondern dass die Fleisch vom Fleische sind, genauso ahnungslos wie ich. Und wenn dann noch das Problem dazukommt, was allgemein jetzt diskutiert wird, dass insgesamt der Handlungsrahmen und der Spielraum der Politik sich reduziert, auf dem Hintergrund Europäisierung, auf dem Hintergrund der Globalisierung, auf dem Hintergrund der Ökonomisierung, dann schlägt dieses Misstrauen, was eigentlich nur ein Misstrauen ist in Bezug auf seine eigene Ohnmacht, die man auch dem Politiker unterstellt, besonders stark durch. Also These, Vertrauensverlust ist tatsächlich ein Problem in der Demokratie, gerade weil man nicht sieht, dass die mehr wissen als man selbst. Also ich glaube, dass Sie da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen haben. Die traditionelle demokratisch legitimierte Politik in unseren Demokratien kann nicht mehr die detaillierten Herausforderungen bewältigen, die vor uns stehen, wenn wir in Freiheit zusammenleben wollen, wenn ich das so abstrakt formuliere. Das schafft sie nicht mehr. Was nicht heißt, dass die völlig ahnungslos sind. Ich muss umgekehrt sagen, dass ich doch beeindruckt bin, wie genau jedenfalls die Politiker auf ihrem Gebiet versuchen, sich da einzuarbeiten. Es ist ja nicht so, dass die einfach, dass es denen wurscht ist. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit umso mehr Vertrauen in Politiker in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Rede fassen, je mehr sie merken, dass die sich mit gegensätzlichen Argumenten auseinandersetzen. Das heißt noch nicht, dass sie die gesamte spezifische Kenntnis von allem haben. Aber wenn sie merken, dass Politiker über Gegenargumente nicht hinwegreden, sondern sie ernsthaft aufgreifen und sich damit auseinandersetzen, dann können sie damit meines Erachtens Vertrauen gewinnen. Aber wenn wir sehr viele Dinge nicht mehr durch die Politik regeln lassen können, auch noch kommt hinzu, dass die nationale Politik durch die Globalisierung eingeschränkt ist, dann heißt das, dass in der Tat sehr viel mehr von den Bürgern selbst geregelt werden muss. Deswegen ja auch diese hohe Zeit des Begriffs Zivilgesellschaft und der zivilgesellschaftlichen Organisation. Und ich glaube, dass sogar nicht nur bei dem, was wir Global Governance nennen, was ja nun ein steter Begriff geworden ist, sondern auch in der Kommune, im Land, auf der nationalen Ebene, ein Zusammenspiel von Nichtregierungsorganisationen, die sich natürlich auch wiederum dem Test unterstellen lassen müssen, woher sie eigentlich ihr Geld haben und so weiter. Also die sind nicht eoipso gut, wenn sie nur, weil man nicht gewinnmäßiger Nichtregierungsorganisation ist. Aber ein Zusammenhang von solchen Organisationen, der gewählten Politik, zum Teil auch großen Unternehmungen, ist notwendig, um demokratische Politik qualitativ voranzubringen. Das geht nicht mehr nur mit den professionellen Politikern. Davon bin ich überzeugt. Aber Sie sagen damit ja eigentlich auch, dass Safranski in einem Punkt wohl doch recht hat, ist die Zeit dieser titanischen Problemlöser, auf die man seine Hoffnung, ganze Völker ihre Hoffnung haben, projizieren können, offenbar zu Ende. Es ist ein anderer Problemlesertypus gefragt. Wobei ich glaube, dass Adenauer sich weniger in die Details gekniet hat als Schröder zum Beispiel oder auch Frau Merkel. Also ich glaube wirklich, dass die das damals auch anders machen konnten. Das war einfacher.
Es war einfach, sie hatten ein paar Grundentscheidungen. Ja. Aber die Frage ist doch, ob das Publikum das akzeptieren würde. Ja. Ich meine, so wie Herr Safranski das schildert, diese Erfahrung, die sind auch ahnungslos in vielen Dingen. Das wäre, finde ich, ein ungeheures Maß an Aufgeklärtheit. Also wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, die weiß, dass auch die entscheiden müssenden Politiker oft und fast immer Entscheidungen in Ungewissheit treffen. Also Entscheidungen unter Bedingungen extremer Ungewissheit. Dann wäre das ein äußerstes Maß an Aufgeklärtheit. Aber ich muss ganz offen gestehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bereit wären, jetzt im Augenblick jedenfalls bereit wären, so Politik mitzutragen als Bürger. Sondern nach wie vor erwarten wir eigentlich schon oder brauchen zumindest die stabile Illusion, dass diese Leute eine Ahnung haben, dass sie verbindlich urteilen können und dass man ihnen folgen kann. Deshalb finde ich den Titel der heutigen Sendung auch vollkommen richtig. Folgt mir, vertraut mir, folgt mir nach. Und das bedeutet ja eben, da, wo du nicht verstehst, du als Bürger nicht verstehst, nicht durchblickst, gibt es gleichzeitig doch zumindest die stabile Illusion, dort gibt es welche, die können es. Und das wird, denke ich, da sind wir wieder bei der Rhetorik, natürlich durch Rhetorik stabilisiert, diese Illusion. Nehmen Sie für mich ein wunderbares Beispiel als Kontrastfolie. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit einem Interview mit Helmut Schmidt. Über den Bosnien-Konflikt damals noch, vor vielen Jahren. Und da sagte Helmut Schmidt auf die Frage nach dem Bosnien-Konflikt, dazu möchte er nichts sagen, das ist ihm zu komplex. So eine Antwort habe ich überhaupt noch nie von einem Politiker gehört. Das heißt, obwohl es wahrscheinlich die realistische Beschreibung fast in jedem Sachverhalt ist, dass die Sache viel zu komplex ist, um ein verbindliches Urteil zu geben, aber die Politiker müssen trotzdem entscheiden. Das ist ja der Witz. Politik heißt auch dann entscheiden müssen, wenn man nicht sicher sein kann und wenn man unter extremer Ungewissheit lebt. Das allerdings können sie nicht, meine ich, den Bürgern verkaufen. Sondern dazu bedarf es nun, wenn man so will, als Schutzmantel einer Rhetorik der Gewissheit, der Sicherheit, der Verbindlichkeit, nämlich ich weiß, wo es lang geht, folget mir nach. Aber Sie haben ja gerade damit eigentlich eine perfekte Definition von Professionalismus geliefert, nicht nur für den politischen Bereich, sondern für viele andere Bereiche. Denn Expertokratie beruht doch gerade darauf, dass der Experte seinem Klienten eine erfolgreiche Vereinfachung anzubieten hat. Und das Interessante ist ja, es gibt Vereinfachungen, die funktionieren. Sie sind nicht alle, also Sie haben vorhin ja Adenauer über Parteigrenzen hinweg lobend zitiert. Ja, als so weit können wir denn doch denken. Ja, eben nicht. Ja, und ich glaube, Sie haben wie ich auch noch diese Bilder eines Menschen vor Augen, der offenbar dieses Geheimnis der erfolgreichen Simplifikation Er hatte es einfacher. Er hatte es erheblich einfacher. Ja. Böckenförde hat das mal beschrieben für das Bundesverfassungsgericht. Als er angefangen hat zu studieren in 50er Jahren, da gab es, glaube ich, einen Band Gerichtsentscheidung und noch einen zweiten Band irgendwelche Hintergrundmaterialien. Jetzt gibt es 180. Also das ist doch überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist viel komplizierter geworden. Und ich glaube, was Adenauers Größe war, dass er einen Grundriecher hatte, wohin es gehen sollte mit der deutschen Politik, in der Außenpolitik, nicht in der Innenpolitik. Das finde ich nach wie vor sehr problematisch, was er da gemacht hat. Aber in der Außenpolitik. Und das hat er durchgezogen. Es ist so schön, dass ich immer das Gefühl habe, ich könnte ihm widersprechen. Das ist, glaube ich, für so eine Sendung gut. Also, aber es ist der Sache nach so gar nicht. Ich finde überhaupt nicht, dass die stabile Illusion, die Wissen ist, noch herrscht. Die Leute merken, dass sie es nicht im Detail wissen. Und ich finde auch nicht, dass sie notwendig ist, sondern im Gegenteil. Ich radikalisiere ihre Aussage, der ich prinzipiell zustimme, dass Politiker oft unter Bedingungen der Unsicherheit entscheiden. Sie entscheiden immer unter Bedingungen der Unsicherheit. Sie können gar nichts Sicheres von sich geben. Und ich, soweit ich es kann, predige ich Ihnen, dass ich sage, sagt nie mehr, ihr macht jetzt das und das kommt dann dabei raus, sondern sagt immer, ihr macht jetzt das, weil ihr meint, dass das der beste Weg ist zu dem Ergebnis. Aber ihr wisst auch immer, dass es ganz anders kommen kann, weil ihr abhängig seid von 25 anderen Akteuren, von Unwägbarkeiten, die ihr nicht wisst. Und unsere Gesellschaft in dem Sinne ist also sozusagen, vertrau dir, auch eine vernünftige Devise, weil natürlich eine Gesellschaft, die noch auf solche Illusionen angewiesen ist und sich nicht selbst vertrauen kann, dass sie diese Unsicherheit mit durchhalten kann,
schlecht ist. Denn der Sache nach können wir diese Illusion nicht aufrechterhalten. Diese Experten wissen es, die Ärzte sind doch die sozusagen die Bestmuster von Experten. Na, die sind, werden doch hier klüger, sie sind immer vorsichtiger in allem, was sie sagen. Sie beziehen immer mehr die Patienten ein. Sie zeigen, dass es unterschiedliche Wege gibt, dass es Unsicherheiten gibt und so weiter. Das ist nun bei jemandem, der sehr schwer krank ist, nur noch was anderes. Aber die ganze Gesellschaft ist ja nicht krank, sondern die sind ja nun auch zu Teilen gesund. Das heißt, man kann ihnen noch was zumuten. Naja, ich sage nicht mal nur kokett zu teilen, denn wir wissen natürlich, dass psychische Krankheiten und so weiter ziemlich verbreitet sind. Aber trotzdem, also ich denke, dass diese Gesellschaft das verkraftet, wenn man ihr sagt, ich bin nicht völlig unbeleckt von dem Problem, ich habe mich reingekniet, wir haben auch Spezialisten in unseren Parteien, das müssen wir auch tun und denen müssen wir dann wieder vertrauen, so ist es nun mal, weil wir nicht in allen Gebieten das genau wissen können. Aber wir können testen. Und ich finde immer, die Öffentlichkeit kann testen, indem sie guckt, wie werden Gegenargumente einbezogen. Also, daran knüpfe ich an. Herr Bolz, Sie haben ein schönes Buch geschrieben, das heißt Blindflug. Ja? Ich nehme mal diese schöne Metapher des Blindflugs nehme ich mal auf. Also Hintergrund, sehr unübersichtliche Situation, in der wir uns befinden. Sehr schwierig, alles hochkomplex, wie Sie sagen, noch viel komplexer, als es zu Adenauers Zeiten waren. Und wenn wir uns da jetzt vorstellen, der Autopilot fällt aus beim Blindflug, ja, und die Passagiere gehen her und wählen einen Kapitän. Ja, ja. Das wird jeder sofort merken, das ist ein riskantes Unternehmen, obwohl es dann demokratisch zustande gekommen ist. Ne? Also wir würden diesen selbstgewählten Kapitänen in dem Flugzeug nicht so genau vertrauen. Ist das nicht ein bisschen unsere Situation? Ich will nicht hoffen, dass wir in der Situation sind, dass der Autopilot ausfällt. Das glaube ich auch nicht. Die Metapher war ja eigentlich optimistisch gemeint vom Blindflug, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Die soll zweierlei ausdrücken. Erstens, wir sehen nicht, wo wir hinsteuern. Also wir sehen nicht, wir können, wenn wir aus dem Fenster schauen, ist nichts zu sehen. Wir sehen kein Ziel, wir sehen, können nicht planen. Aber wir haben etwas, und deshalb ist die Metapher positiv. Und das bestätigt ja jeder hier, der schon mal geflogen ist, obwohl es draußen stark neblig war. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, wir haben sehr verlässliche Instrumente. Und genau das, meine ich, müsste unser Umdenken bei der Frage Vertrauen eigentlich ins Auge fassen. Wir müssten wegkommen von der Vorstellung, es gibt fantastische Piloten, es gibt Leute, die können das, die führen uns und denen können wir nachfolgen. Und wir müssten hinkommen zu der Einsicht, die ist sehr prosaisch, zu der Einsicht, dass wir tatsächlich einen Grund zum Vertrauen haben. Das sind aber nicht bestimmte Menschen, sondern das sind Systeme. Das sind bestimmte Apparaturen, mit Hilfe derer unsere Gesellschaft sich durch einen Nebel hindurch steuert. Und bisher sind wir noch nicht an einem Felsen zerschellt. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das nicht geschehen wird. Natürlich, alle Metaphern haben ihre Einschränkung, denn bei der Metapher des Blindflugs müsste man natürlich auch erwarten, irgendwann landet die Maschine mal. Das ist natürlich hoffentlich nicht der Fall. Ich hoffe, dass wir in einer Maschine sitzen, die nie landet, dass diese Gesellschaft das auch Nachteile hätte. Ne? Aber die Metapher ist sehr subversiv, nicht? Denn jedes Mal, wenn ein neuer Kanzlerkandidat auftaucht, müsste man ja für den werben, mit dem Argument, er oder sie ist besonders geeignet, weil sie noch nie zuvor eine solche Maschine geflogen haben. Nein, das würde mich doch so, wieder so etwas... Auch so weit würde nicht gehen. Nein, aber was Sie sagen können, ist Folgendes, und da wird es sehr realistisch, finde ich. Ja. Sie können sagen, mit dieser Maschine kann auch derjenige Sie sicher fliegen, der nicht der beste Pilot ist. Also selbst wenn Sie nicht den besten Piloten wählen, kommen Sie trotzdem sicher ans Ziel. Und das bedeutet natürlich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist doch auch eine Erfahrung, die wir haben. Selbst wenn das Schlimmste passiert, also das für Sie Schlimmste wäre doch wahrscheinlich, Stoiber wird irgendwie Bundeskanzler oder sowas. Selbst dann würde nichts Schlimmes passieren. Und das ist doch ein unglaublich optimistisch stimmendes Moment. Ja. Also, dass wir in Deutschland in einer Situation sind, in der es weder ein Untergang ist, wenn die Opposition oder die Koalition es macht, da stimme ich Ihnen zu. Und das ist sehr gut so, um eine vorsichtige Zitation zu machen. Also, das ist klar. Aber ich habe dann doch große Schwierigkeiten, einmal ein solches Vertrauen in Systeme zu haben und Institutionen, wenn ich doch sehe,
dass an allen Ecken und Enden Erosionen stattfinden. Und dass wir natürlich nicht zusammenbrechen, aber wir wollen eigentlich auch vorher nicht, dass es so weit kommt, dass wir jetzt zusammenbrechen können. Sehen Sie, die DDR galt ganz lange Zeit als stabil und dann ist sie plötzlich zusammengebrochen. Nicht für mich. Na, für Sie nicht, für andere auch nicht. Für mich gab es auch Indikatoren, dass das nicht so stabil ist. Aber Sie wissen, dass die ganze Diskussion über die Stabilität von Systemen zeigt, dass jedenfalls im sozialen System, dass man im Grunde keine eindeutigen Indikatoren dafür geben kann, ob ein System stabil ist, bis es dann endlich zusammengebrochen ist. Mir gefällt auch ein anderer Punkt, Herr Safranski, noch nicht so ganz gut mit dem Wählen des Kapitäns. Sie wissen natürlich die Analogie zu Platon, da das ja hier ein philosophisches Quartett ist. Und Platon hat mit diesem Steuermann, mit dieser Metapher, dass der Steuermann nicht von seiner betrunkenen Mannschaft gewählt werden muss, sondern dass er durch Kenntnis und Einsicht in die Sternkunde und so weiter das Ganze macht, ja, ein wirklich ganz und gar nicht demokratisches System beschrieben. Die Frage ist also, ob wir zumal heute in dieser Unübersichtlichkeit diese Metapher des Steuermanns eines Schiffs, noch dazu auf hoher See, suggeriert die große Gefahr, wir müssen alle zusammenstehen, unterschiedliche Gruppen in einer Gesellschaft haben gefälligst erstmal den Mund zu halten, bis wir wieder in ruhiger See sind, so ungefähr, das alles wird ja damit suggeriert, ob wir das wirklich verwenden können. Und ich denke, selbst wenn ich jetzt mal diesen heuristischen Zugang des Systems nehme, ich bin nicht ein großer Anhänger von Luhmann und den anderen, aber ich finde es ganz interessant, bis zu einem gewissen Grad das experimentell zu machen. Dann muss man auch sehen, dass ja auch Menschen Systeme sind in diesem Denken, also sind nicht nur Institutionen. Und dieses Verhältnis von System-Umwelt, was so eine große Rolle spielt, dabei in den Blick genommen wird. Und ich denke, wir müssen aufpassen. Also es gab mal eine Auseinandersetzung zwischen Luhmann und Scharpf darüber, ob noch Politik möglich ist. Und Luhmann hat gesagt, in der systemvernetzten Welt geht das gar nicht drin. Und Scharpf hat gesagt, geht doch, aber nur dann, wenn es Menschen gibt, im Grunde hat er auf Personen wieder rekurriert, die sich in verschiedenen Systemen auskennen und die verschiedenen Codes sprechen, die also Ökonomie und Medizin in einem privaten Krankenhaus zusammenbringen können, die Bildung und auch wiederum Ökonomie zusammenbringen können oder Politik und Kultur. Diese, wie er dann sehr wissenschaftlich gesagt hat, Multilingualität, also Mehrsprachigkeit, ist notwendig und das ist ein Erfordernis, was wir aufbringen müssen, was die Systeme von sich aus nicht aufbringen, sondern was eigens in unserer Aufgabe liegt. Und ich glaube, es wird sehr davon abhängen. Also der Blindflug ist nicht das Bild, in dem ich denken kann. Es wird sehr davon abhängen, ob es genügend Menschen in unserer Gesellschaft gibt, genügend Gruppen auch, die sich in unterschiedlichen Teilbereichen der Gesellschaft auskennen, in naturwissenschaftlichen und in geisteswissenschaftlichen zum Beispiel oder in kulturellen und in handwerklichen, sodass sie die Logiken und die Sprachen verstehen, vermitteln können, Verständigung herbeiführen können, weil Demokratie ist für mich nun mal das System der Verständigung, der vernünftigen Verständigung über gemeinsame Sachen, nicht des sich Verlassens auf technische Systeme. Also da habe ich einen anderen Verständnis. Sie haben den ganz großen Vorteil, und das zeigt, dass Sie eben doch eine große Politikerin sind, dass Sie im Grunde alles, was Sie argumentieren, aus der Perspektive des Menschen darstellen können. Und natürlich die Menschen Ihnen dann auch den entsprechenden Beifall zollen dafür, dass Sie vorkommen in dieser Welt. Und deshalb können Sie schön auf Distanz halten. Gucken Sie mal, Sie können auf Distanz halten, dass es da solche Apparaturen gibt, Techniken, Institutionen. Für Sie ist der Mensch, steht im Mittelpunkt und alles andere dient dem Menschen. Damit sind Sie immer auf der Gewinnerseite, wenn es um öffentliche Diskussionen geht. Aber da wir in einem philosophischen Quartett sind, sehr spät in der Nacht diskutieren, können wir vielleicht auch doch Folgendes mal überlegen. Vielleicht hängt das Funktionieren, das sehr gute Funktionieren unserer modernen Gesellschaft gerade daran, und daran möchte ich doch mal erinnern, dass es ganz gut läuft nach wie vor, vielleicht hängt gerade dieses sehr gute Funktionieren
von daran, dass wir uns sehr, sehr unabhängig gemacht haben von bestimmten Menschen. Überlegen Sie mal, wie schrecklich es wäre, wenn wir abhängig wären davon, dass der richtige Bundeskanzler wird. Sie wissen ja von der Universitätswelt, dass die Universitäten zum Glück ja auch weiter funktionieren, obwohl ständig nicht die besten Leute auf die entsprechenden Stellen berufen werden. Dass wir uns mit solchen Dingen, es gibt zum Glück auch positive Ausnahmen, aber in der Regel passiert das eben doch, dass wir uns damit, und wir ärgern uns ständig darüber, abfinden müssen. Und es funktioniert trotzdem. Ich würde sogar sagen, es funktioniert gerade deshalb. Wir haben uns in einer extremen Weise unabhängig gemacht von einzelnen Menschen, von konkreten Menschen und haben gelernt, denke ich, wir als Beobachter dieser funktionierenden Systeme, dass das, worauf wir vertrauen dürfen, also unser Stabilitätsvertrauen, dass wir das gerade nicht in Menschen zu setzen haben. Und das Tolle an der Geschichte ist, wenn Sie so denken, tun Sie den Menschen nicht etwa weh, sondern Sie tun ihnen sogar einen großen Gefallen. Nämlich Sie lassen sie frei. Sie entlasten sie vollkommen von der Zumutung, selber verantwortlich dafür zu sein, dass wir in eine demokratische Zukunft kommen und Ähnliches mehr. Das heißt ja nicht, dass sie nichts tun. Das heißt nicht, dass sie sich nicht engagieren. Das steht ihnen aber frei. Und frei steht es ihnen gerade deshalb, weil wir von keinem einzigen Einzelnen mit seinen Eigenschaften und seinen Fähigkeiten mehr abhängig sind und uns deshalb auch urdemokratisch völlig darauf verlassen können, dass die Masse, so wie sie ist, ungebildet, inkompetent, desinteressiert, gelangweilt. Ja, ich weiß, natürlich, das müssen Sie ja sagen als Vertreter des Menschen. Aber gehen Sie mal vom schlimmsten Fall aus. Es sind Kunden, sie langweilen, sie interessieren sich nicht für SPD-Politik. Macht gar nichts, ist gar nicht schlimm. Es kommt trotzdem ein vernünftiges Ergebnis bei den Wahlen heraus. Ja. Und das ist ein Effekt, den wir eigentlich verdanken, dem, was man auch natürlich als Systemabhängigkeit beschreiben muss und der weitgehenden Autonomie der Systeme, die dann auch ein bisschen wehtut, weil sie spröde ist, weil sie, wie man früher gesagt hätte in der alten Zeit, uns entfremdet. Aber das ist eben der Preis, den wir für Modernität zahlen müssen. Und ich glaube, wir sollten dazu übergehen, das auch wenigstens unter Intellektuellen als Einsicht einmal zu begreifen, dass unsere Freiheit ein Produkt unserer Entfremdung ist, beziehungsweise unserer Systemabhängigkeit. Und wir sollten nicht ständig so tun, als würden wir uns gegen die Systeme in die Welt der Menschlichkeit hineinretten oder so irgendetwas und irgendeine Partei da vorne vor den Karren spannen, die uns in die Welt der Menschlichkeit wieder führt. Damit hilft man gerade den Menschen nicht. Ich würde sie lieber freilassen, indem ich möglichst viel den Systemen überlasse. Ja. Denn dann können wir uns selber entscheiden, wie wir unser Bundesleben gestalten. Aber lieber Herr Bolz, sehr eindrucksvoll beschreiben Sie, tatsächlich würde ich auch so sehen, die entlastende Rolle, dass die Dinge sowieso funktionieren, auch wenn wir jetzt ein paar Monate lang keine Regierung haben werden. Wir werden dann nicht ein Horror-Vakui haben, sondern die Sache wird weiterlaufen. Aber das Besondere der augenblicklichen Situation ist ja, dass wir uns offenbar in einem Zustand befinden, wo wir Systeme umbauen müssen. Und da bekommt der sogenannte Mensch, ja, der dann für ein bestimmtes Konzept dann gerade steht, dann doch wieder eine besondere Bedeutung. Weil wir, so weit ist unser politisches System noch nicht, dass die Umbauten auch selbst systemisch vorgehen. Nein, da, man hat den Eindruck, jetzt muss interveniert werden, jetzt muss umgebaut werden. Und da entsteht dann nun tatsächlich das Problem. Ja, wer kann glaubhaft machen und ist ehrlich genug und ist kompetent genug und hat vielleicht auch ein bisschen Charisma, um diese schwierigen Umbauten tatsächlich durchzuführen, die ja dann einhergehen müssen damit, dass man sich systematisch erstmal den kurzfristigen Interessen gegenüber unbeliebt macht und unpopulär wird. Also da entsteht das Problem. Aber ist es nicht so, dass wir mit dem Begriff der Systeme vielleicht gleich etwas zu viel unpersönliche Leistungen, maschinische Assoziationen hervorrufen? Nicht? Man könnte ja auch, was die Systemtheoretiker in anderen Sprachspielen tun, unter Systemen einfach Adressen verstehen, hinter denen sich Problemlösungskompetenzen verbergen. Nicht wahr? Und dann bekommt das Ganze wieder ein Gesicht, das nicht so kalt aussieht. Dann sieht man zum Beispiel ein gemeinsames Merkmal
von Kleinkindern und Staaten, auf das übrigens Hans Jonas, der Philosoph, hingewiesen hat. Er sagte, die haben das gemeinsam, dass man sie keine Minute allein lassen kann. Ich habe ehrlich gesagt nicht das Problem der Kälte. Und wenn Sie mich als Politikerin apostrophieren, können Sie das tun. Mein Hauptberuf ist es jedenfalls nie gewesen. Und insofern rede ich auch nicht als Politikerin. Das können Sie auch sehen, dass ich das als einfache Politikwissenschaftlerin sehe. Und wenn ich als Intellektuelle nicht Ihnen völlig folge, dann hoffe ich, dass Sie mir trotzdem noch zugestehen, dass ich Intellektuelle bin. Aber jetzt ein anderer Punkt. Ich bin der Sache nach nicht ganz Ihrer Meinung, weil Sie, finde ich, natürlich leben wir glücklicherweise noch in einer Situation, wo wir nicht jeden Tag dramatisieren müssen und hysterisch aufschreien müssen. Natürlich nicht. Aber nehmen wir mal das Hochschulsystem. Ich behaupte, dass das Hochschulsystem in den letzten 20, 30 Jahren an Qualität massiv gelitten hat. Und zwar wegen einer auch systemischen Frage, ganz einfach, das Verhältnis von Lehren und Lernen hat sich so dramatisch verschlechtert, dass das, was man in einer Hochschule machen muss, nämlich miteinander ruhig argumentieren, über weite Strecken nicht mehr sehr klappt und dass viele Dinge, die ich zu einer Universität und einer Hochschule rechnen würde, nicht mehr gemacht werden können an der Universität. Und das hat langfristige Folgen für die geistige Qualität auch einer Gesellschaft, für die Fähigkeit, komplizierte Argumente zur Kenntnis zu nehmen, unterschiedliche Aspekte aufzunehmen und so weiter. Da ist ein Erosionsprozess, trotz der unheimlichen Anstrengungen, die in den Universitäten selbst geschehen wird. Und da kann man jetzt, finde ich, nicht einfach sagen, warum muss ich mich da so aufregen? Die Systeme werden das schon selbst regeln. Ich meine, das ist diese Grundidee der Kybernetik, dass die sich selbst steuern und wieder von alleine auf den richtigen Tritt kommen. Aber ich habe das nie akzeptieren können, und zwar unter wissenschaftlichen oder philosophischen Aspekten. Denn das kann man im Grunde ja auch etwa bei Luhmann bis hin in die Anthropologie, philosophische Anthropologie verfolgen, was da die Prämissen sind. Sondern es würde mich auch nicht beruhigen, zu sagen, die Leute sind frei im Sinne von entlastet von ihrem Verantwortungsgefühl. Für mich gehören im Gegenteil Freiheit und Verantwortungssinn ganz eng zusammen. Das andere läuft bei mir unter Beliebigkeit oder Privatismus oder sowas. Und eher meine ich mal, dass man einen vernünftigen Weg finden muss zwischen einer falschen Dramatisierung, die dann nicht mehr ruhig nachdenken lässt und die auch meines Erachtens eben unangebracht ist, und einem Vertrauen in Systeme, dass sozusagen die Notwendigkeit, immer wieder auch Verantwortung zu mobilisieren. Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit. Man hat schon eine gewisse Trägheit, auch sich zu sagen, ach, lass es doch laufen, irgendwie wird es schon gehen. Das ist doch ein Problem. Das wird dadurch befördert. Das hat, wenn Sie so wollen, jetzt nicht eine rein analytische, sondern auch eine Praxiskomponente, was ich da sage, aber zu der bekenne ich mich. Aber das Wort Systemvertrauen hat doch noch mehr Bedeutung. Das schließt doch ein, dass wir uns darauf verlassen können müssen, dass Geld Geld bleibt unter den verschiedensten Bedingungen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass Transportsysteme bei gutem und bei schlechtem Wetter und unter Rot-Grün und Schwarz-Gelb funktionieren. Nicht? Wir müssen uns darauf verlassen können, dass Lehrer lehren. Da habe ich auch meine Erosionserfahrungen gesammelt und bin da in dem Punkt ganz auf Ihrer Seite. Und würde das voll unterstützen, dass man gerade im Bereich der Bildung einen sehr sensitiven Bereich berührt, wo man das Systemvertrauen nur dann regenerieren kann, wenn man mehr Beispiele da hat dafür, dass die Lehre auch das leistet, was sie leistet. Und das Geld dazu bei diesem einen Beispiel mal zu bleiben. Meine These wäre doch nicht die, wir sollten uns von der Politik verabschieden oder sollten sie ignorieren. Im Gegenteil, meine These ist die, wir können die Politik nur funktionsfähiger machen, wenn wir sie in ihrem Anspruch reduzieren. Also wenn wir begreifen, sie hat eine Systemfunktion neben sehr, sehr vielen anderen und sie kann nicht als Schuttabladeplatz aller Probleme funktionieren. Ja. Aber unsere Diskussionen laufen leider Gottes alle in die umgekehrte Richtung, nämlich zu glauben, alles seien politische Fragen und politische Themenstellungen und die Politik sei verantwortlich Bildung. Und unsere Diskussionen enden leider auch immer an dem Punkt, wo es ganz dramatisch wird.
Sie wissen, was ich sagen will oder sagen muss. Wir sind, wie so oft, mit unserer Zeit am Ende und das Thema ist uns erst jetzt richtig nahe gekommen. Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die diese Fragestellungen mit Hilfe von Lektüren vertiefen wollen, haben wir wie immer Lektüre-Empfehlungen vorbereitet. Rüdiger Safranski stellt zuerst die seine vor. Ja, ich empfehle ein eben herausgekommenes Buch von dem uns allen bekannten Erhard Eppler. Das heißt Auslaufmodell Staat. Knüpft an Ihre letzte Bemerkung. Eppler ist der Meinung, dass wir die Aufgaben des Staates, was politisch zu leisten ist, in der letzten Zeit zu sehr heruntergeredet haben, in Bezug vor allem auf Ökonomie. Ich habe den Eindruck, dass der am Ursprung dieses Buches ein Satz von diesem neoliberalen Milton Friedman stand, der nachdem seine Chicago Boys im ehemaligen Ostblock die Gesellschaftsreform durchgeführt hat, hat er gesagt, ich habe jetzt doch eingesehen, man muss erst einen Rechtsstaat aufbauen und dann den Markt. Und aus diesem Geist ist dieses Buch geschrieben. Ja. Ich möchte hinweisen auf ein Buch, das Niklas Luhmann ganz am Anfang seiner Karriere als deutscher Chefsystemiker geschrieben hat, in dem Jahr 1968, das wir eigentlich aus anderen Gründen in Erinnerung haben, erschien ein Buch unter dem Titel Vertrauen. Der Titel ist anziehend, der Untertitel ist warnend oder abstößend, lautet nämlich ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Ich glaube, wenn Sie Titel und Untertitel gemeinsam auf sich wirken lassen, ahnen Sie bereits, worum es hier geht. Sie können nichts Klügeres zu diesem Thema lesen aus der Feder eines deutschen Autors. Sie können uns aber wiedersehen in etwa 4 Wochen. Sie haben über das Thema Vertrauen einiges gehört, weil wenn Sie den Begriff in Zukunft verwenden, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Sie einen leise ironisch lächelnden Soziologen und eine aufmunternd lächelnde Politologin sich vorstellen, die Ihnen freundlich entgegenblicken. Wir sehen uns wieder am 13. November. Da sprechen wir über einen unheimlichen Gast, der an die Türen der westlichen Demokratien klopft. Der nennt sich autoritärer Kapitalismus und das ist auch der Titel jener Sendung. Guten Abend.